Okay, dann, was, wo ist denn mein Vater? Der ist hier, hier. Hallo, Herr Ratzig. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Sieht ganz so aus, ja. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Okay, wer ist dieser Jobst? Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Ja, das sehe ich auch so. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Okay. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann wenigstens das aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Ja. Besser ist das. Ja. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Ruprecht. Sie Wenzel entführte, trat Prokop eine Nicht Ruprecht los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Okay, die Herrenvereinigung. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass ich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Okay. Ich weiß kaum was über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Immer die Franzosen. Sigismund ist ehrgeizig und fähig. Vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben.
Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinen Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankte es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Okay, und Rupert von der Pfalz? Ruprecht von der Pfalz. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Okay, dieser junge Herr, Johann von Liechtenstein. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Okay, das war alles. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Joa, Freunde, wollen wir jetzt schon das Spiel beenden? Ich könnte mal noch einen Retterschnaps gebrauchen und einmal hier speichern. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay, na gut. Dann nehmen wir den Brief und reiten los mit Herrn Hans Capon. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchte uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land, ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Na, ergibt Sinn. Selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals. Auf keinen Fall. Lebt wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich.
Glückwunsch, du hast die Hauptstory abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach in der Spielhälfte und herstreifen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du mit Herr Hakans Carpon, Hans Carpons Gruppe die Karte verlässt. Okay. Komm schon, Heinrich. Meine Männer stehen schon im Hof. Wir können los. Okay, ja. Was wollen wir tun? Also, wir haben noch... Noch 100.000 DLC-Quests, wie ihr seht. Ja. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Wir hatten noch mehr. Was sind denn die anderen? Da ist noch eine. War das schon alle? Kamen mir so viele vor, letztes Mal. Ja, fangen wir mal an mit der von Theresa. Ui, da musste ich jetzt einmal niesen. Okay, Theresa. Wo bist du denn? Hinten, wohl? Ah ne, die pennt noch. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, 8 Uhr. Dann warten wir mal noch mal kurz ein bisschen. Theresa. Schläft die immer noch? Da bist du für eine verpennte Truse, Alter. Da bist du doch. Ich wette, du schläfst sogar in der Rüstung. Ja, tue ich auch. Wie hast du es geschafft zu überleben? Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Ja. Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder. Ja, ich wollte gerade sagen, WTF. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Und dann ging's ab. Dann war die Kacke am Dampfen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du? Aber was machst du eigentlich in Scarlet? Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Wohlan, die Arbeit ruft. Ach. Ich muss Spitzer und die Hühner füttern. Hört mir auf. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Bin jetzt Theresa? Ach, hör mir auf. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Was hast du denn Schönes für mich? Gar nichts. Okay, das heißt, ich muss erstmal was finden. Okay. Gut, dann fangen wir mal an, hier das Unkraut zu jäten. Unkraut. 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 Es ist ja krass, dass ich jetzt Theresa spielen darf. Hammerhart, ey. Sehr cool. Noch mehr Unkraut. Dann sollten wir versuchen, vielleicht auch noch die Aktivitäten durchzuspielen. Hier ist noch mehr Unkraut. Okay, dann packen wir das auch noch ein. Das sollte reichen.
Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Wait, warte mal, ich will alles wegmachen. Wenn, dann machen wir alles weg. Habe ich jetzt Theresas Werte? Tatsache. Bin jetzt Theresa. Oh, die kann Bogen schießen ein bisschen. Cool. Okay. Hol das Hühnerfutter. Das muss wahrscheinlich dann hier sein, ne? Check. Wo denn hier? Ist das Hühnerfutter wohl doch nicht hier? Ja, was ist denn dann jetzt mit unserem verkackten Schwert? Gibt's dann jetzt hier noch einen zweiten Teil oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Fleisch. Ja, okay. Wo ist er denn, der Spitzer? Ja. Hallo, Spitzer. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ganz lecker. Schmackofatzig. Hier, guck mal, ein Stück Fleisch. Gönn dir, Bruder. So. Jetzt noch das Hühnerfutter, ne? Wo soll das denn sein? Hier? Okay, ich kann... Wer bist du denn? Ah. Vater? Sag mir nicht, der ist irgendwie down gegangen bei dem... Warte mal. Das ist aber schon die Rataya Mühle, oder? Ist es nicht? Ich bin komplett woanders. Ach, hör mir auf. Okay, jetzt verstehe ich. Hühnerfutter? Da, Hühnerfutter. Ach, die hat früher in Scarlitz gewohnt und ist dann nur bei ihrem Onkel oder was ist da jetzt untergekommen. Jetzt verstehe ich. Für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. Jetzt verstehe ich. Sprich mit deinem Vater. Okay. Komm schon. Hallo. Was gibt's denn? Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Der sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser Tu-nicht-gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Hammerhart, ey. Ach, Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Kannst du es mir nicht gleich sagen? Nicht, Vater? Muss das unbedingt bis später warten? Neugier ist der Katze tot. Würde ich es sagen, wäre es keine Überraschung mehr. Oh, na schön. Na schön. Okay. Wecke Samuel. Wegen Bischek dazu. Wo ist denn Samuel? Samuel? Wo soll der denn sein? Ach, der ist bestimmt hier oben, wa? Chillige Bude aber. Feier ich. Hallo Samuel. Oh, ich kann die Kisten öffnen. Cool, gib mal her die Groschen. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ja, ich bin schon wach. Issen Happen, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Naja, wird morgen auch unser Mittagessen. I can't hate on that, ja. Yeah. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer.
Okay. Samuel ist wach. Perfekt. Kann ich dann die Kisten jetzt auch öffnen? Ja, Tatsache. Da ist ein Knüppel. Alter, den nehme ich mit. Voll gut, ey. Erstmal einen Knüppel ausrüsten. So. Wer ist der Nächste, den ich wecken muss? Hier, Bishek, ne? Ach, da ist er schon wach. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Sei doch vernünftig. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Okay. Und dann müssen wir jetzt Nägel holen. Hopp. Hey. Oh, ich habe eine neue Hauptstufe erreicht. Hammerhart, ey. Ah, Fifi kommt auch mit, das ist gut. Ja, dann gehen wir jetzt hoch nach Scarlett und holen, Theresa, schön dich zu sehen. Was, wenn in der Bibel etwas anderes steht? Ich kann den. Wenn du nur wie ein Schaf im Pfaffen hinterherläufst. Wir normalen Leute hören die Predigt und das reicht uns auch. Ich kann den attackieren lassen. Krass, ja? Ist die so gut in. Hundeflüsterer, krass, die ist wirklich richtig gut im Hundedingskirchens. Was? Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Feine Kräuter für die Küche und wohltuende Aufgüsse. Sei gegrüßt, Theresa. Hallo. Grüß dich zurück. Ja, dann erledigen wir doch mal meine Aufgabe. Wahrscheinlich fallen die dann jetzt hier gleich ein, ne? So, so, der Mr. Schmied. Naja, wo haben wir denn? Wer bist du? Helfer des Köhlers? Dorfbewohner? Wir müssen hoch, ne? Da, wo Heinrich früher gewohnt hat. Wir müssen ja zum Schmied. Vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Okay, fragen wir mal die Frau. Hallo. Guten Morgen. Ich soll für Vater Nägel holen, aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Ach übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Was ging es denn? Bestimmt. Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Bestimmt für mir was im Schilde. Natürlich. Da ist doch nichts verwerflich, oder? Du warst auch einmal jung und hast mit Jungs getanzt. Ach, und jetzt bin ich eine alte Vettel? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur gescherzt, Mädchen. Ihr jungen Hüpfer sollt ruhig das Tanzbein schwingen. Macht das Beste aus eurer Jugend.
Denn ehe man sich's versieht, findet der Vater einen Ehemann und man muss sich um die Kinder kümmern. Hoffentlich nicht allzu bald. Danke fürs Bescheid sagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Tja, so ist das Leben, Freunde. Manche Dinge sind halt einfach spannender. So, was haben wir denn hier? Kehre zu deinem Vater zurück, finde heraus, was Johanka will, finde heraus, was Bianca will. Okay, dann finden wir mal heraus, was Bianca will. Was war denn jetzt? Das ist ja schön, das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier das letzte Mal, als ich das... Als bevor hier alles kaputt war. Guck mal, ist ja mega. Ich hätte hier eine Bank Hallo, Theresa. Ist ja wirklich Wahnsinn. Sehr cool. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu Bianca. Ich denke mal, die wird da in der Schenke auf mich warten. War ja noch richtig schön hier, ne? Bevor hier alles den Bach runterging. Muss man ja sagen. Eine wirklich sehr... ja, danke schön. Wer auch immer du bist. So, da ist doch Bianca. Alter, wir sind jetzt mal ohne Scheiß. Bianca ist eine Freundin von uns? Junge, wir sind ja voll die Resteverwerter. Was gibt's denn? Bianca, warum bist du denn schon so früh wach? Ach, Vater kommandiert mich von früh bis spät herum. Du kennst das ja. Ja, in der Tat. Schön, dass du hier bist. Du musst mir unbedingt helfen. Würdest du für mich bei Heinrich vorbeischauen? Er ist beim Schafpferch an der Palisade, wie immer. Ach, spielt er wieder mit dem Holzschwert herum? Er bereitet sich auf sein Leben als mächtiger Krieger vor. Immerhin ja, du machst, mach du nur Witze, wenn du wüsstest, fucking Bianca. Ach ja, die kindischen Jungs. Hör zu, kannst du ihm ein Bier von mir bringen? Warum bringst du es ihm nicht? Wenn Vater das sieht, zieht er mir das Fell über die Ohren. Aber bei der Hitze braucht er doch was. Schon gut, ich bringe ihm das Bier. Hab Dank und sag ihm, dass das Bier von mir ist. Jeder weiß, dass das Bier in Scarlets von dir und deinem Vater ist. Du weißt, was ich meine. Ach, und Thea, komm zurück zu mir, wenn du ihm das Bier gebracht hast. Ich rede in der Zwischenzeit mit Vater. Wir müssen danach nämlich wohin. Ich erzähle dir später mehr darüber. Und jetzt geh, sonst wird das Bier warm. Okay. Wo ist denn Heinrich? Beim Schafpferch, ne? Was ist da hinten? Ja, ist schon cool so. Also war schon wirklich schön hier, ne? Bevor die alles niedergemetzelt haben. Da ist er doch, der Heinrich. Ah, hallo Heinrich. Gott sei mit dir, Heinrich. Und pass auf dich auf. Guten Tag, Theresa. Aber, ich hab Bier für dich. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ah, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Es ist von Bianca. Bianca hat mich geschickt. Ihr Vater will nicht, dass sie hierher kommt. Ah, verstehe. Ich werde sie heute Abend vergelten. Ich will gar nicht wissen, wie. Warum übst du denn heute alleine? Sonst ist da doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er? Wanjek. Wanjek? Er ist kein Vagabund, sondern ein Das ist doch der Typ, der uns im, Banditenlager Vranik getestet hat. Hammer. Da ich keinen Gegner habe, hättest du Lust auf ein bisschen Spaß? Also mit dem Schwert, meine ich. Ich kann's dir zeigen. Ich soll kämpfen? Klar, warum nicht? Okay, ich nehme deine Herausforderung an. So sei es, junger Edelmann. Aber sei gewarnt, mit dem Besen erwische ich eine Maus selbst im Dunkeln. Ich wusste doch, dass Kämpferblut in dir fließt. Dann mal los. Jawohl. Hey. Wait. Okay, let's go. Zeig mir, was in dir steckt. Wer den anderen zuerst 10-mal trifft, der hat gewonnen. Was, wenn ich dir wehtue? Ach, keine Sorge. Das stecke ich weg. Oh! Aua! Ich hab schon 2 Treffer getankt, Alter.
Autsch. Alter, der geht voll ab. Wenn ich mal so hätte kämpfen können, als ich angefangen habe. Einmal kurz, ein Block. Aha, noch ein Block. Aha. Junge, ich habe Kampferfahrung jetzt. Ich habe in Kriegen gekämpft. Also ich nicht, aber... Ich war in deiner Haut, als ich in Kriegen gekämpft habe. Oh! Könnte aber ungefähr Gleichstand sein. Aha, abgewehrt. Ich will gewinnen. Ah! Hehe! Voll in die Fräse! Ja, ist aber... Besser, als ich ihn damals gesteuert habe, ja? Aber das ist auch nicht sonderlich schwer. Aua! Aha! Habe ich gewonnen? Sei nicht so schüchtern! Haha, wie du willst! Heinrich, was machst du? So etwas schickt sich nicht als ehrbarer Ritter. Aha. Jetzt werde da gehen ich schon die ersten. Wohl oder übel um meine Ehre kämpfen müssen. Nimm das, du Schutzjäger! Geht es dir gut? Es ist nichts, alles gut. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du mir böse? Ja, total. Nein, natürlich nicht. Das war einfach dumm von mir. Das kommt davon, wenn man fromm Mädchen mir nichts, dir nichts auf den Afterballen schlägt. Den Afterballen, Junge. Lass mich mal sehen. Nein, schon gut, nur ein paar Splitter und Kratzer. Und ich wollte dir gar nicht... Du weißt schon. Nun zeig schon. Lass gut sein, es ist harmlos. Heinrich, du kennst den Spruch. Wer zum Schwert greift, soll durch Splitter umkommen. Die ist viel hübscher als Bianca. Schon besser. Ja, guck mal. Ja, do it. Do it. Aber die ist viel hübscher als Bianca. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt reißt die das Bier weg, oder was? Das war doch für... Ach, egal. Boah, solide. Schön auf Ex. Ist nicht. Bianca das Bier zu vergelten. Der ist schon ein bisschen frech, die Theresa. Ich mag die. Okay, cool. Und jetzt, ich wollte noch herausfinden, ja, ich gehe jetzt erstmal zurück zu Theresa. Lauf weg, ihr Schweine! Okay. Wo ist sie denn? Da, im Haus. Ja, Bianca. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Was wolltest du sonst noch? Etwas, oder? Hast du Heinrich das Bier gebracht? Hab ich. Sehr gut. Was hat er gesagt? Wir haben mit dem Schwert gekämpft. Ich hatte niemanden zum Üben, also habe ich mit ihm gekämpft. Etwa mit einem Schwert? Ja, und ich habe mich gut geschlagen. Das stimmt. Ja, ehrlich gesagt, zu gut. Ich habe Heinrich übel an der Hand erwischt. Also wirklich, ich wusste ja nicht, dass du so ein Raubein bist. Der Esel wollte es nicht anders. Vielleicht dämpft es ja ein bisschen seine Abenteuerlust. Ach, jetzt kann ich dir ja sagen, was ich noch wollte. Lust auf einen Waldspaziergang? Jetzt gleich? Willst du mir etwa unter den Kiefern den Hof machen? Ich brauche Zutaten, um Heinrichs Lieblingsschnaps brennen zu können. Ui, welche Zutaten brauchst du denn? Ich habe alle Zutaten bis auf Tollkirschen. Tollkirschen? Aber ich kenne da eine gute... Sind die nicht giftig? Tollkirschen? Die sind danke. Danke dafür. Also bisher habe ich niemanden vergiftet. Danke, dass du das auch Heinrich schon wieder... Ja, ich möchte ihm den Schnaps morgen schenken.
Wusste ich doch, dass es wieder um Heinrich geht. Ach, so ist das halt, Thea. Du wirst auch noch deinen Prinzen finden. Das sagt wenn sich so du wüsstest. Arbeitet, wo man den ganzen Tag Männer um sich rum hat. Ich habe nur Mehlsäcke um mich rum. Was ist mit Bischek? Bischek? Ja, heirate ich einen Mehlsack. Hm, hast wohl recht. Dein Vater würde Bischek eh niemals akzeptieren. Neulich, als dein Vater ein paar Bier zu viel hatte, hörte ich ihn sagen, dass er für dich den reichsten Mann weit und breit finden will. Oh je. Ich hoffe, nüchtern denkt er nicht auch so. Warum gehst du nicht einfach alleine? Mein Vater hat etwas dagegen. Angeblich hat neulich jemand einen Wolf gesehen. Was? Hier bei uns im Wald? Angeblich. Der alte Blaha soll ihn gesehen haben, aber der ist ja nie nüchtern. Ich will trotzdem nicht alleine gehen. Warum fragst du nicht deinen Bruder? Adam? Der würde sich in die Hose machen. Außerdem muss sich jemand um die Schenkel kümmern. Aber sein Bogen wäre was. Gut mitgedacht. Danke. Also, du willst dir Adams Bogen ausleihen und dann mit mir zusammen in den Wald gehen, damit wir da Tollkirschen pflücken? Nun ja, die Sache hat einen Haken. Adam wird ihn mir nicht geben, weil letztes Mal die Sehne gerissen ist. Du musst ihn dir von ihm leihen. Ich kann eh nicht Bogen schießen. Aber Stibor hat es dir beigebracht, oder? Ja, aber das ist sehr lange her. Das spielt keine Rolle. Wenn der Wolf den Bogen sieht, kommt er nicht näher. Ja, ganz also, bestimmt, weil der damit auch was anfangen kann. Dass er dich mag. Mach ihm schöne Augen, dann gibt er ihn dir. Wenn du das mit Heinrich machst, klappt das vielleicht, aber ich? Komm schon, du bist doch auch ein hübsches Mädchen, Theresa. Treffen wir uns auf ja, du bist viel hübscher sogar als Bianca. Ja? Okay, ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber wenn ich das nächste Mal etwas von dir brauche, will ich nicht hören, dass du unbedingt zu Heinrich musst. Gut, du bist ein Engel. Joa, mit wem muss ich jetzt reden hier? Mit Adam. Wie geht's? Ach, du bist Adam. Ich habe gehört, dass du gut schießen kannst. Ich erinnere mich. Und dass du sogar einen Bogen hast. Ja, das ist richtig. Hab ihn selbst gebaut. Ich treffe den Baum hinter der Schenke aus 20 Schritt Entfernung. Wow. Digga, unglaublich. Würdest du ihn mir eine Weile ausleihen? Ausleihen? Einem Mädchen? Ich weiß nicht, Theresa. Wenn du mir den Bogen leihst, tanze ich mit dir. Adam, wenn du mir deinen Bogen leihst, tanze ich mit dir beim nächsten Fest. Das würdest du? Wirklich? Hier, nimm den Bogen und doch ein paar Pfeile. Nimm alles. Vielen lieben Dank, Adam. Aha. Vater, ich gehe mit Theresa Kräuter sammeln. Adam, halte hier so lange die Stellung. Hallo. Aber wenn heute Abend viel los ist, brauche ich dich. Gut, dann let's go, Theresa. Alter Besen, ey. Was ist das denn hier schon wieder? Ey, ich muss doch gleich Bogen schießen. Ich kann's doch schon wieder riechen, ey. Ja, ein paar Pfeile mit. Dann komm, Theresa, dann sag mal an, wo du hin willst. Aber wir sind. Der Herr Jesus Christus höchst selbst fordert dies von euch. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder zurückkommen, das weiß ich, weil Theresa wurde im Dorf, habe ich als Heinrich im Dorf gefunden, als ich wieder zurückgekommen bin. Jetzt? Okay, sie läuft weiter. Ah, Theresa, sag ich schon. Bianca, meine ich, wurde da hinten im Dorf gefunden, oder? Habe ich es richtig gesagt? Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern. Brechen wir auf. Ich will bis zum Mittag zurück sein. Okay, los geht's. Ja. Ich habe den Bogen. Wir können los. Gut. Na dann, komm. Los geht's. What? Ah! Gott!
Wenn du dich bei Heinrich auch so anhörst. Oh, Unfallort? Wo ist denn Unfallort? What? Naja, wie du machst. Ja, ich komm doch schon. Her in die Kiste. Also ich muss ja zugeben, Schelte an Theresa, sie ist eine räudige Resteverwerterin, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn Bianca noch ein Stück Döner übrig hätte, würde mir Theresa das dann wohl auch nehmen. Man bumst doch nicht den Crush oder den Partner oder was auch immer von einem Kollegen. Und Gesundheit, Theresa. Wobei man noch dazu sagen muss, Theresa, warte. Eine Elster hat auf dem Baum ihr Nest. Als ich schon einmal hier war, hat die Elster etwas Glitzerndes ins Nest gelegt. Wollen wir versuchen, es mit dem Bogen herunterzuschießen? Adam macht das immer, also ist bestimmt nichts dabei. Okay, wo ist denn das Netz da, ne? Push! Das war schon mal hardcore daneben. Push! Das war auch hardcore daneben. Ja, ach, als ob die irgendwas tun könnte. Push! Aha! Was haben wir denn da Feines drin? Ich will mein Pfeil wieder haben. Mann, geh doch mal an eine Seite! Andere, guck mal, was kann der denn? Achso. Scharf? Was ist denn scharf? Muss ich gleich mal gucken, was das kann. Oh, Ring einer Elster. Ach, man hätte die die Nester auch runter. Schnell, bevor okay. Die Elster zu. Ich habe ins Nest geschaut. Und? Was hast du gefunden? Es war ein Ring drin. Da war ein Ring drin. Sieht nach Silber aus. Wirklich? Maria, Mutter Gottes. So einen wollte ich schon immer. Aber du hast ihn runtergeschossen. Ja, du kannst ihn haben. Ihn dir. Du hattest die Idee. Du beliebst zu scherzen. Thea, du bist die Beste. Hab Dank. Den trage ich heute Abend beim Tanzen. Gehen wir zu den Tollkirschen. Sonst kommen wir zu spät zurück. Ach, guck mal. Was ist denn? Warte mal, ich muss noch einmal gucken. Gefährten. Hundeflüsterer. Was ist denn? Süßes Hundchen? Fast. Treuer Gefährte. Such. Okay. Ich weiß nicht, was das Kommando scharf sein soll. Oh, ein Unfallort. Was hier wohl vorgefallen ist, fiel mir neulich schon auf, aber in Skalitz hat niemand etwas erzählt. Denkst du, sie sind vom Weg runter und wurden dann angegriffen? Vielleicht von einem Wolf? Ich dachte, das mit dem Wolf sei nur Geschwätz. Wir sollten besser weitergehen. Sollten wir, ja. Besser ist es. Ja, lauf da jetzt auch mal. Ja, danke schön. Du auch, ey. Also ich muss sagen, Bianca feiere ich gar nicht. Bianca ist voll die Truller, ey. Wir müssen hier in den Wald und dann ein Stück bergauf. Na komm. Bianca ist wirklich voll die Truller. Am Anfang habe ich sie noch gefeiert, aber zu Heinrich war sie auch immer nett so. Aber ich weiß nicht. Wenn ich auf jemanden stünde, dann wäre ich auch nett zu der oder denjenigen. Ein Waldgarten. Ein hübscher kleiner Garten, nicht wahr? Allerdings habe ich hier noch nie jemanden gesehen. Bestimmt von einer Hexe. Niemand sonst hat einen Garten im Wald. Schade, dass in dem Garten keine Tollkirschen wachsen. Hast du das gehört? Gehen wir lieber weiter, ja? Ja, das ist doch wohl ganz unstreitig, ein Wolf. Das höre ich doch bis hier. Gut, dass ich einen Knüppel mitgenommen habe. Was ist das denn hier noch? Umgestürzter Baum, oh ja. Ja, was Spannendes? Ne, okay. Ja, ich komme doch schon. Dann lass mich doch auch mal links und rechts vom Wegesrand gucken. Siehst du, deswegen kann ich die nicht leiden. Wie doof ist, ich mag die nicht. Heinrich hat recht, dass er Theresa gebumst hat. Er hat einfach beide gebumst. Also an Heinrichs Stelle auf jeden Fall dickes High Five. Und Theresa war es der Unehren-Move. Aber ich meine, Bianca ist tot, ne? Sie wird das eh nicht mehr jucken. Wir sind fast da. Gehen wir hier den Weg entlang und dann zurück in den Wald.
Okay. Das ist kein Weg, Theresa, Bianca.